Hallo und willkommen zu diesem Video, und zwar 5 Fakten über uns. Beginnen wir bei mir. Also, meine Denkweise ist recht ausgewogen. Sozusagen denke ich relativ über verschiedene Sachen. Etwas kann beispielsweise nicht unbedingt böse sein oder sowas. Nummer 2. Ich bin ziemlich ruhig. Ich bin nicht auch besonders gut im Schreien, vielleicht haben wir es in meinem Video gemerkt. Ich bin nicht darauf ausgelegt, weil ich bis jetzt noch nie das Schreien gebraucht habe. Nummer 3. Ich habe ziemlich viel Verständnis für sehr viele Sachen. Das heißt, dass es manche Leute gibt, die sich auch beispielsweise mit dem Gesicht zu mir drehen und irgendwas erzählen, weil ab und zu braucht man jemanden, an dem man quasi Sachen sprechen kann, über die man sich normalerweise nicht traut. Und ich bin ziemlich verständnisvoll und kann Geheimnisse gut behüten. Nummer 4. Ich bin ein Drachenfreund. Ein sehr großer Drachenfreund. Nummer 5. Ich kann keine Schimpfwörter sagen, noch schief denken. Das heißt, egal was jemand mir kommt, mit was weiß ich, mit welchem Beispiel, was denkst du bei Melonenshake? Ihr gäbe es sowas bei McDonald's, würde ich es trinken. Oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls kann ich bei diesen Sachen einfach nicht verstehen, warum die anfangen zu lachen. Irgendwas, weil sie in irgendeinen anderen Verständnis gemacht werden. Ihr werdet ihn bei gelegentlichen Horror-Let's Plays kennen. Draco, mein düsterer Ich. Er denkt etwas anders wie ich, doch sind wir uns gelegentlich sogar einig. Nummer 2. Er mag es nicht, wenn nichts funktioniert. Man sollte sich lieber nichts von Ikea aufbauen lassen. Nummer 3. Er ist etwas provokant, sagen wir es mal öfters, hat man vielleicht auch gemerkt. Nummer 4. Er ist nicht dumm, aber ziemlich ignorant. Das merkt man auch bei den Horror-Displays, weil er ziemlich viele Sachen ignoriert. Nummer 5. Er ist nicht sehr hilfsbereit. Fragt ihn nicht, wenn ihr Hilfe wollt. Sie hier werdet ihr bestimmt vom Zeichnen kennen. Wie haben wir Drakina? Nummer 1. Drakinas Lieblingsfarbe ist Purpur und Schwarz. Nummer 2. Sie tut nichts, wenn sie nicht weiß, was sie tun soll. Heißt wirklich nichts. Sie liegt einfach nur im Bett rum.